besonders groß, ungefähr 1,75, allerhöchstens. Und wenn Tunnel mich in die Erde rammen will, wird er das auch schaffen. Ach, der blufft doch. Nein, tut er nicht. Ich bin in seinem Büro gewesen und habe eine Akte voller gefälschter Beweise gesehen. Er will die Diskette haben, nichts weiter. Was nützt es ihm, wenn er dich ins Gefängnis schickt? Zumindest wäre ich aus dem Wege. Diese Leute sind eiskalt. Tunnel hat gesagt, dass wenn ich ihm die Diskette bringe, er mich von der Tat entlasten wird. Er besorgt eine ballistische Untersuchung, die zeigt, dass diese Waffe, die Sie so kunstvoll mit meinen Fingerabdrücken verziert haben, eben doch nicht die Waffe ist, mit der der Mord begangen wurde. Wenn er die Diskette nicht kriegt, dann ist mir die Todesstrafe sicher. Dazu wird es nicht kommen. Verlass dich darauf. Das wird nicht passieren. Dafür werden Mason und Cici schon sorgen. Ach ja, natürlich. Ich stand ja bei Ihnen schon immer an erster Stelle. Es gehört Ihnen, Detective Newton. Wenn aufgrund dieser Papiere kein Gericht Anklage erhebt hier in Nevada, möchte ich wissen, wieso. Ohne Leiche ist es schwierig, etwas zu machen. Vielleicht hat Mrs. Caprell die Leiche versteckt. Das läge doch im Bereich des Möglichen. Ich sage Ihnen, es wird Schwierigkeiten für die Polizeibehörde in Las Vegas geben, falls die Tagliattis den Eindruck gewinnen sollten, dass sie nicht mitspielen wollen. Sicher. Mr. Tunnel, natürlich verfolge ich die Spur, wenn es wirklich so ist, wie Sie behaupten. Aber ich will wissen, ob das ein Komplott ist. Ist das wichtig? Für die Frau schon. Sie waren immer zuverlässig, Mann. Und damit Sie es wissen, ich habe Aufzeichnungen von all Ihren Eskapaden. Sie entdecken jetzt doch wohl nicht etwa Ihr Herz für den aufrichtigen Polizisten in Ihnen? Nein, natürlich nicht. Das höre ich gern. Wo ist Cruz jetzt? Keine Ahnung. Aber Sie haben ihn gesehen, nicht wahr? Ja. Haben Sie ihm von Raoul erzählt? Oh, bitte nicht so Nein, laut. Bitte, Sie müssen mir sagen, was Sie ihm erzählt haben. Aber das kann ich Sie nicht. Müssen es mir aber sagen, unbedingt. Bitte, Ihr Mann wird es Ihnen sagen. Halt, warten Sie. Ach, Raphael, wieso folgst du mir? Wieso tust du das? Hör mal, schließlich bist du wie eine Irre mit der Waffe weggelaufen. Was ist passiert? Nichts, ich muss Cruz unbedingt finden, bevor Hunt ihn Warte, findet. Warte, einen Moment. Er muss sich ein Motorboot mieten, um zur Yacht zu gelangen. Weißt du vielleicht, wo er das tun könnte? Ja, ich glaube schon. Also gut. Robert, du stellst dich auf die Verliererseite. Was, willst du mich etwa erschießen? Er kann dich wieder in den Knast von San Sebastian bringen. Vielleicht ist es dir egal, wenn du dein Leben, Amonti, Capel und alles aufs Spiel setzt. Aber es gibt Leute mit anderen Plänen, denen das ganz und gar nicht egal ist. Niemand setzt irgendwas aufs Spiel. Was Castillo und du glaubt zu wissen, wird gegenstandslos, wenn diejenige, die die Wahrheit kennt, anfängt zu reden. Und wer soll das sein? Meine Frau etwa? Es tut mir leid, Sie können nun wirklich keine Leute gebrauchen, die in Ihrem Büro einfach zusammenbrechen. Was heißt denn hier, Leute? Für mich sind Sie ein Freund. Ich war nur leider kein guter Freund für Bunny. Ich bin manchmal ziemlich gemein zu ihm gewesen. Ich glaube, er mochte Sie sehr. Ich habe Sie oft zusammen gesehen. Dann haben wir sicher gestritten. Ich verscherze es mir mit allen Menschen. Jeder Mensch sagt doch oft Dinge, die er überhaupt nicht so meint. Ich meine es aber immer so. Also jedenfalls glaube ich das, wenn ich irgendetwas tue oder sage. Bunny war so wundervoll zu mir. Was mache ich denn nur? Warum benehme ich mich nur so? Bin ich eine Art Masochistin? Ich weiß auch nicht, warum ich die Leute so schlecht behandle. Ich bekomme, was ich verdiene, okay, aber Bunny hat das wirklich nicht verdient. Hm. Ist dir schon gut. Ah, also das ist doch echt rührend. Eason hat mich gerade getröstet. Es freut mich zu sehen, dass er so etwas noch drauf hat. Laura, hast du getrunken? Weißt du, Gina hat ihre Liebhaber nie sofort mit ins Bett genommen. Ich musste sie immer erst testen für sie. Hör dir gefälligst erst einmal an, was hier los ist. Gina kam, um mich zu fragen, ob ich weiß, wo Brandon ist. Ich wollte fragen, ob ihr ihn gesehen habt. Wen? Brandon? The Rose in Texas. I'm going.
going there to see. No other fellow, no sir, nobody, only me. Komm schon, Schätzchen, bitte sei leise. Tut mir leid, Mami ist nicht hier. Also hör endlich auf zu schreien. Du machst mich ganz verrückt. Ich mach jetzt einfach mal das Licht an. Siehst du? Broken heart in Texas. She nearly stole my heart. How many broken hearts have I got? I don't know what to do. Hallo, kleiner Liebling, wein doch nicht. Ich mach's etwas gemütlicher für dich. Bitte, es geht doch. Ich höre sie nur ganz leise. Ist Samantha schon im Bett? Nein, sie hat den Wagen genommen und ist einkaufen gefahren. Sicher ist sie im Bett. Ich würde nachher gern vorbeikommen. Geht das? Wollen Sie sie etwa mit nach Hause nehmen? Nein, ich will sie nur sehen. Verstehe. Schön, dann kommen Sie. Julia, was ist denn los? Geht's Ihnen gut? Ich bin gleich bei Ihnen. Aha. Na gut. Brandon. Schick mich bitte nicht nach Hause. Sag mal, alles in Ordnung? Nein, mein Freund Bunny ist tot. Das ist ja furchtbar. Sie sagen, man hat ihn ermordet, aber ich kann es einfach nicht glauben. Was glaubst du nicht? Dass er tot ist. Aber du sagtest doch gerade, er wäre tot. Ja, weil mir das jeder sagt. Aber sie haben ihn noch nicht mal gefunden. Also ist nichts bewiesen. Hast du gerade sehr viel zu tun? Wieso fragst du? Ich will ihn suchen, also muss ich irgendwie nach Las Vegas kommen. Du behauptest, er kann uns nichts tun? Richtig. Du willst mir weismachen, dass er nicht sofort zurück in die Staaten fliegt und es überall erzählt, wenn ich ihn hier einfach herausspazieren lasse? Sie wollen doch nicht etwa versuchen, mich für dumm zu verkaufen. Halten Sie doch die Klappe und seien Sie froh, dass Sie Ach, leben. War das der Plan? Dachten Sie, ich würde Ihnen so unermesslich dankbar sein, dass ich die Tatsache vergesse, dass Sie einen Mann ermordet haben? Wenn Sie glauben, dass Sie um eine gerechte Strafe herumkommen, liegen Sie schwer daneben, Robert. Auf diesen Tag habe ich schon lange gewartet. Da siehst du, was ich meine, Robert. Ich habe einen Auftrag. Was hätte ich davon, wenn ich versuchen würde, dich auszutricksen? Tja, keine Ahnung. Hör zu, ich kümmere mich um meine Belange grundsätzlich selbst. Und genau das mache ich auch jetzt. Es wird mir nichts passieren, solange er von Eden die Wahrheit erfährt. Was Sie nicht sagen. Sie wollen ja etwas einreden, von dem Sie meinen, dass es Sie entlasten wird, damit Sie nicht mehr zwischen Ihrer Erinnerung und dem, was Sie ihr in den Kopf gesetzt haben, unterscheiden kann. Dazu lasse ich es keinesfalls kommen. Sie wurden angeklagt, schuldig gesprochen und verurteilt. Und Sie werden Ihre Strafe antreten, egal ob ich Sie nun zurückbringe oder ein anderer. Da kommen Sie nicht drum rum. Was willst du dir denn noch anhören? Ich brauche genau eine Woche. Ach ja, und wofür? Bring ihn zurück nach Santa Barbara, in die Berge außerhalb der Stadt. Niemand kommt auf die Idee, dort nach ihm zu suchen. Und was erzähle ich Tonnell? Sag ihm, was du willst. Von mir aus erzähle ihm, dass du es getan hast. Wenn er es herausfinden sollte, dann bezahle ich den Preis dafür. Da draußen steht ein Flugzeug, also steigt ein und macht, dass er von ihr wegkommt. Sonst wirst du der Einzige sein, der wegen Mordes ins Gefängnis geht. Es sei denn, du hast vor, mich ebenfalls umzulegen. Okay. Na gut, eine Woche. Aber ich garantiere für nichts, wenn er mir irgendwelchen Ärger macht. Klar? Das wird er schon nicht. Und jetzt verschwindet. Na schön, wie Sie wollen. Ich habe Sie beide gewarnt. Kommen Sie. Tun Sie mir einen Gefallen, Castillo. Versuchen Sie das Gleiche nochmal. Wo ist mein Sohn? Weiß ich doch nicht. Ist er hier gewesen? Cruz! Ich kann dich hören, Cruz! Bleib hier. Nein, warte! Was hast du mit ihm gemacht? Du hast keinen Grund zur Aufregung. Also doch. Du willst ihn umbringen, nicht wahr? Ich schwöre, er ist in Sicherheit. Und was als nächstes passiert, hängt von dir ab. Nein! Diesmal hängt es an dir!
Also, ich habe ja wirklich versucht, deine vielen Überstunden zu tolerieren. Doch okay, du hast natürlich grundsätzlich das Recht auf. Hast du im Dschungel die ganze Zeit getrunken, Laura? Ja, sicher. Oh, wirklich eigenartig. Also, jedes Mal, wenn du sauer auf mich bist, denke ich, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wenn ich mal ausnahmsweise sauer auf dich, meinst du, ich sei betrunken? Sie hatten recht. Er ist bei Mac. Er brauchte wohl jemanden zum Reden. Möglich wär's. Leider redet er nicht mit mir. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, Gina. Du bist doch sonst so verständnisvoll und so überaus vertrauenswürdig. Wenn du endlich wieder nüchtern bist, wird dir vielleicht klar, wie gut du es hast. Laura, geh nach Hause. Ich würde gerne von dir wissen, wo du heute Nacht hingehst. Du musst schon ziemlich betrunken sein, um solchen Unsinn zu reden. Ich habe hier noch einiges zu tun. Ich hoffe, dass ich gegen Mitternacht zu Hause bin. Ja, natürlich. Und ich soll nicht auf dich warten, nehme ich an. Ich finde, es reicht jetzt, Laura. Du machst dich absolut lächerlich und ich werde dir auch sagen, warum. Kennst du Ginas und Brandons besten Freund, den Besitzer des Dschungel? Er wurde gestern vermutlich ermordet. Bunny? Ja. Gina war denn deshalb hier? Richtig. Aber warum hast du mir das nicht gesagt? Ich meine, dann hätte ich doch sofort damit aufgehört. Wieso gehst du denn nicht endlich heim? Tut mir ehrlich leid. Aber wenn du mich mit einem anderen Mann in so einer Situation erwischt hättest, hättest du doch dasselbe gedacht. Aber das ist was anderes, nicht? Ich sag doch, dass es mir leid tut. Du hättest mich nicht so allein im Dschungel sitzen lassen sollen. Michael war da. Und er hat sich zu mir gesetzt und mir völlig grundlos schreckliche Dinge an den Kopf geworfen. Und was? Ach, na ja. Er sagte Dinge, die waren einfach furchtbar. Völlig grundlos? Ja. Aber natürlich wirst du mir wieder mal nicht glauben. Mr. Escher? Ja? Art Newton von der Polizei in Las Vegas. Kann ich Sie sprechen? Ja. Ich bin ja schon weg. Tut mir leid, habe ich gestört? Nein, nein, bitte, kommen Sie rein. Gut, dass Sie da sind. Das wird uns morgen eine Menge Zeit ersparen. Also, ich nehme an, Ihr Besuch hat mit den Untersuchungen im Mordfall Taliati zu tun. Tja, wir sind damit schon ziemlich weit. Hier ist der Haftbefehl für die Festnahme einer Verdächtigen, die nach Nevada ausgeliefert werden muss. Die Polizei von Las Vegas hofft in diesem Fall auf Ihre Unterstützung. Julia Capwell? Fingerabdrücke? Wer kommt denn an deine Fingerabdrücke? Ich erinnere mich an eine Sache, die ist allerdings schon Jahre her und seitdem sind meine Fingerabdrücke bei der Polizei registriert. Es gab damals Schwierigkeiten wegen eines Klienten. Irgendwie scheinen gewisse Dinge einen immer zu verfolgen. Wie kommen die auf die Waffe? Ich werde möglicherweise ein paar Dinge in dem Raum angefasst haben und man kann die Fingerabdrücke von einem Gegenstand auf den anderen übertragen. Aber egal, Sie haben einen Zeugen, der mich aus dem Zimmer kommen sah, in dem ein toter Mann lag. Sie brauchen überhaupt keine Leiche, um mich zu verklagen. Meine Fingerabdrücke und der Zeuge genügen was völlig. Was solltest du für ein Motiv haben? Ach, das ist doch unwichtig. Sie könnten sagen, wir hätten um die Diskette gestritten. Außerdem war da noch die Sache mit Mason und Gina. Sie könnten auch sagen, dass ich mit Bunny eine Liebesbeziehung hatte. Hast du Tonell gesagt, dass wir ihm seine Diskette sofort wiedergeben, wenn CC zurückgekommen ist? Das wird aber zu spät sein. Er weiß genau, dass CC sich hier nicht sehen lässt, bevor er nicht die Diskette untersucht hat. CC kommt bestimmt zurück. Er wird aus der Zeitung erfahren, was hier los ist. Bitte, tu mir einen Gefallen. Versuch nicht, mir CC als meinen Retter zu verkaufen. Er hat mich doch erst in diese Lage gebracht. Ich hätte gar nichts gewusst von der Diskette und ich hätte nichts von Tonell gewusst, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass sich Mason auf dieser Vegas-Party rumtreibt. Ich beschwere mich ja nicht. Ich wüsste auch gar nicht, worüber ich mich beschweren soll. Ich sehe nur einfach klar, wenn ich mal dran bin, nimmt die Kavallerie auf schnellstem Wege Reißaus. Wo ist Tonell? Wieso? Ist er in seinem Hotel? Ich gehe zu ihm. Hör mir zu. Da wirst du gar nichts ausrichten können. Glaub mir das. Es gibt nichts, was du diesem Mann bieten kannst, Sophia. Wir werden sehen. Ich meine es ernst. Du bist meine Freundin und du bedeutest mir viel. Aber die Umstände sind im Moment leider sehr kompliziert. Tut mir leid, ich muss versuchen, die Situation auf meine Art zu klären, okay? Raphael! Cruz! Geh mir aus dem Weg. Sie sind weg. Was heißt das? Wo ist Cruz? Er ist in Sicherheit. Ach, man hat ihn weggebracht. Wohin denn? Gib mir das Ding, bitte.
Du hast geschworen, dass ihm nichts passiert. Ihm passiert nichts. Gib mir die Waffe. Das hättest du wohl gern. Du denkst, ich würde nicht schießen. Du willst mich doch nicht töten, oder? Du sollst endlich verschwinden. Ich will, dass du mich endlich in Ruhe lässt. Du sollst aus meinem Leben verschwinden. Ich will mich nicht einmal mehr an dich erinnern, verstehst du? Das ist aber nicht mehr möglich. Du meinst, Bruce weiß zu viel? Er weiß von Raoul, er weiß alles, was Raoul weiß. Ist das der Grund, weshalb du ihn loswerden willst? Das ist er nicht. Dann sag mir den Grund. Ich kann nicht. Du kannst, ich will den Grund. Jetzt rede endlich, Robert. Eden, ich habe es dir schon mal gesagt. Und ich bitte dich, mir wenigstens jetzt zu glauben, dass es wahr ist. Ich hatte dich doch gebeten, Cruz so lange nichts von uns beiden zu erzählen, bis du dich an alles erinnert hast. Ich war naiv genug zu denken, dass du dich auch daran hältst. Wohl, weil ich gehofft hatte, dass du nie einen anderen Mann so lieben könntest, wie du mich geliebt hast. Aber jetzt weiß ich, das war ein Irrtum. Du wirst dich an Raoul erinnern, du wirst dich an alles erinnern. Und wenn du soweit bist, bekommst du Cruz wieder. Und wenn du dann noch willst, dass ich aus deinem Leben verschwinde, werde ich es tun. Aber eins kann ich dir versprechen, das werde ich nur tun, wenn du dir deiner Gefühle absolut sicher bist. Du musst wissen, dass das, woran du dich erinnerst, die Wahrheit ist. Und nicht eine selbstgefällige Version, die ich dir eingetrichtert habe. Und jetzt kannst du mich erschießen, Eden. Aber hör genau zu. Du könntest auch mein Leben retten, weißt du. So wie ich deins gerettet habe, Eden. Aufregend. Spannend. Stark. Erotisch. Wunderlich. Den hole ich mir. Romane. Kriegen wir eine Landebahn? Gut. Ich komme in 5 Minuten. Nein! Der Typ wäre sofort weg. Also pass gut auf, klar? Ja? Ich bin's. Ich fliege ein. Und Castillo? Das ist erledigt. Reden Sie nicht in Rätseln mit mir, Hunt. Ich habe den ganzen Tag auf diesen Anruf gewartet. Ich habe nicht mal mein Mittagsschläfchen gehalten. Also, ist der Kerl nur tot oder nicht? Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir frühstücken wieder mal zusammen. Sie kriegen auch wieder das leckere französische Baguette, wenn Sie wollen. Wir sind jetzt mit unserem Softwareproblem ein Stückchen weit. Wir sehen uns dann morgen. Ja, Sir. Ich komme dann. Bleiben Sie stehen und nicht umdrehen. Sie sollten meine Stimme langsam kennen, Mr. Hunt. Wissen Sie, Sie haben mir gerade noch gefehlt. Seien Sie ruhig. Und jetzt bringen Sie mich zu meinem Sohn. Ja, loslassen! Ja. Oh nein. Oh Scheiße. Verdammt. War das nötig? Konntest du nicht zu Hause bleiben und Opa spielen? Sag schon. Ich habe schon so viele Dinge zugegeben. Zum Beispiel die Tatsache, dass du jemand bist, den ich mal geliebt habe. Ich habe sogar zugegeben, dass du einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben warst. Wenn wir uns auf irgendeiner Party oder was weiß ich, im Zug getroffen hätten, dann wären wir vielleicht Freunde geworden. Aber stattdessen erfindest du einfach diese Geschichte. Angeblich kannst du nur gerettet werden, wenn ich mich an die Vergangenheit erinnere. Ich soll die Verantwortung für dich tragen und ich muss mich an jedes winzige Detail erinnern, das jemals zwischen uns geschehen ist. Doch viel schlimmer ist die Tatsache, dass du einfach jede Beziehung, die ich mir in meinem Leben aufgebaut habe, als Beleidigung für dich auffasst. Und dass du denkst, du wärst der Einzige auf der Welt, dem ich vertrauen sollte. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? Du hast meine Familie, das Unternehmen weggenommen und meine Ehe hast du gefährdet. Und Gott weiß,
weiß, was du mit Cruz angestellt hast. Um so etwas zu tun, muss man wahnsinnig sein. Ja, du musst wahnsinnig sein. Und weißt du, was ich dir niemals verzeihen werde? Dass ich mich einfach nicht liebevoll an dich zurückerinnern kann. Ich hätte mich gern an dich erinnert als an den Mann, der für mich da war. Der mich verstanden hat. Der mich geliebt hat. Als es nicht viel Liebenswertes gab an mir. Raoul ist mir vollkommen egal. Ich weiß zwar nicht wieso, aber er kümmert mich absolut nicht. Ist auch nicht wichtig. Es schert mich nicht, wenn du jetzt gehst. Es kümmert mich nicht, wenn du für die nächsten Jahre hinter Gittern verschwindest. Es ist egal. Aber noch könntest du einfach gehen, also tu es. Ich werde es auch nicht Cruz sagen. Ich werde es keinem sagen. Eden, wenn alles, was zwischen uns geschehen ist, nur das wäre, wovon du geträumt hast, ja, dann wäre ich vielleicht auf andere Art zurückgekommen. Vielleicht hätte ich ja dann arrangieren können, dass wir uns mal zufällig sehen oder anrufen und sagen, hey, da bin ich. Ich hätte Lust, dich heute Abend zu treffen. Aber du hast ja keine Ahnung, wie sich mein Leben durch das, was zwischen uns war, verändert hat. Und was ich für Dinge getan habe aus Zorn darüber, dass das, was wir zusammen erlebt haben, so wenig für dich bedeutete, dass du dich nie wieder bei mir gemeldet hast. Woher sollte ich wissen, dass du absolut ohne dein Verschulden dein Gedächtnis verloren hast? Wer sagte mir, dass es nicht Bosheit oder Arroganz war? Hätte ich nur das kleinste Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen gespürt. Oder hättest du mich angelächelt, als ich dich das erste Mal wieder sah, dann würde deiner Familie das Unternehmen noch gehören. Aber ich habe es erst dann verstanden, als du zu mir kamst und mich gebeten hast, die Gesellschaft nicht zu übernehmen. Und erst seit dem Tag habe ich mich selbst so gesehen, wie du mich gesehen hast. Ich sah nur einen gierigen Kerl. Aber da konnte ich nicht mehr zurück, es war zu spät. Jetzt können wir da nicht mehr raus. Wir werden es zu Ende bringen müssen. Patron! Was ist denn? Sie müssen bitte sofort mitkommen. Nicht jetzt. Es geht um Mr. Hunt. Es gab einen Schusswechsel am Flughafen. Ein Mann wurde verletzt. Oh mein Gott. Brandon, die Polizei kann viel besser Leute finden als ich. Also mich hat sie bisher jedenfalls immer aufgestöbert. Ja, aber sie haben Bunny nicht gefunden. Du musst ihm Zeit geben. Du denkst auch, er ist tot, oder? Niemand kann das sicher sagen. Auf jeden Fall müssen sie ihn finden, so oder so. Aber warum willst du mir da nicht helfen? Ich sag ja nicht, dass ich es nicht tue. Vielleicht versteckt er sich auch. Ja, vielleicht. Er ist wirklich clever. Das ist er. Und wenn ihn nun die Gangster verfolgen? Das machen die nicht. Und außerdem ist er auch ein Gangster. Er war einer. Stell dir vor, wir fahren nach Vegas und würden überall sein Foto zeigen und jemand erkennt ihn auf dem Bild, okay? Und sagt uns, wo er ist. Was wäre, wenn die Leute, die nach ihm suchen, uns verfolgen? Und wir wissen es nicht? Nein, wir wissen es nicht. Damit bringen wir sie direkt zu ihm. Das möchte ich natürlich nicht. Sicher, dass du das nicht willst, klar. Weißt du, wenn Bunny dein Freund ist, dann wird er anrufen, damit du dir keine Sorgen um ihn machst, und zwar so schnell, wie er kann. Ja, ich denke, das würde er. Wir warten besser noch etwas. Wäre vielleicht das Beste. Hallo? Hallo. Hallo. Bist du böse? Willst du mitkommen? Hat jemand für mich angerufen? Ich weiß nicht, ich war auch nicht zu Hause. Tja, Mick, das ist ja sehr nett. Danke. Sehr geräumig. Bitte keine Komplimente, das ist ein Saustall. Ich kann dir meine Haushaltshilfe schicken. Nein, nein, ich will nicht, dass jemand in meinen Sachen rumwühlt. Das verstehe ich. Hey, würdest du bitte... Es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Bist du verrückt? Was hast du denn? Auf dem Campingplatz gibt es gewisse Verhaltensregeln, also würdest du bitte leise sein. Okay, okay, ich will ja nicht, dass du Ärger kriegst. Hier riecht aber eigenartig. Ach, das.
Wenn der Wind hier günstig steht, kannst du den Ozean riechen, die Wellen hören. So riecht der Ozean? Nein, das ist die Jauchegrube. Der Wind steht sehr ungünstig zur Zeit. Also, wir beide sind uns einig, Brandon. Jetzt schläfst du erstmal aus, okay? Danke, gute Nacht, Gina. Du hast mich vor einem großen Fehler bewahrt. Was bedeutet das? Nicht so wichtig. Tja. Danke, dass du ihn vor einem großen Fehler bewahrt hast. Was immer es war. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo, Ethan. Guten Tag. Ist Julia da? Zu Hause ist sie nicht und ich dachte, sie wäre vielleicht hier im Büro. Nein, ich weiß leider auch nicht, wo sie ist. Soll ich ihr etwas ausrichten, falls ich sie sehe? Ich muss dringend mit ihr reden. Ich rufe noch mal an. Gut. Hallo, Ethan. Ich weiß, was los ist und Sophia auch. Also bringen wir die Sache doch am besten hinter uns. Können wir irgendwo reden? Ja, hier. Okay. Ein Polizist aus Las Vegas ist heute Abend in meinem Büro aufgetaucht. Natürlich sagt er, ich hätte Bunny Tagliati getötet. Das Gericht hat veranlasst, dass man sie deswegen anklagt. Und es sind mir von dem Mann Fotografien und diverse Dokumente vorgelegt worden. Ich weiß, ich kenne sie. Ethan, Sie sind nicht gerade mein bester Freund, aber das sind gefälschte Dokumente. Bitte glauben Sie mir, ich bringe keinen um. Ich glaube es Ihnen. Ich brauche nur Beweise. Kann ich es beweisen? Nein. Wie es aussieht, gibt es für mich nicht viel Hoffnung. Papa. Das kriegen wir schon wieder hin. Der Krankenwagen ist unterwegs. Sie dürfen uns nicht entkommen. Hunt hat Cruz, verstehst du? Wo? Er ist im Hangar. Der Westhanger. Er hat vor, Cruz zu entführen. Beeil dich. Ich kann dich doch nicht allein lassen. Ich schaff das schon. Geh, Rubia. Cruz! Brandon, ich dachte, du wärst schon im Bett. Ich bin nicht müde. Nein, natürlich nicht. Ich höre das Telefon nun mal nicht klingeln in meinem Zimmer. Liebling, Bunny wird dich nicht anrufen. Das weißt du doch nicht. Er wird dich nicht anrufen, weil er denkt, dass du schläfst. Du denkst, dass er nie anruft. Wer weiß. Mir ist klar, was du denkst, aber du hast nicht immer recht. Brandon, ich will dir eine Enttäuschung ersparen. Weißt du noch, wie traurig wir waren, als Keith nicht angerufen hat? Ja, das weiß ich noch. Siehst du? Ja, aber Keith hat dann doch angerufen. Ja, sicher. Manchmal geschehen doch auch Dinge, die keiner erwartet. Ich weiß, er ist nicht tot. Er wird anrufen. Ich weiß, es klingt idiotisch. Aber so, genau so ist es abgelaufen. Das ergibt doch keinen Sinn. Wieso sollte dieser Tunnel. Richtig. Wieso hängt er Ihnen einen Mord an? Wieso zeigt er Sie nicht einfach für den Diebstahl einer Computerdiskette an? Also jetzt hören Sie doch mal zu. Ich weiß nicht, was drauf ist auf der Diskette. Aber ich garantiere Ihnen, dass er niemals zugeben wird, dass diese Diskette existiert. Zum Ersten will er sie zurückhaben. Zum Zweiten ist er der wahre Mörder und er braucht einen Schuldigen. Also sehen Sie, ich bin wie die zwei Fliegen. Und Ethan, geben Sie acht, denn Sie sind die Klappe. Bunny war am Leben, als wir ihn verlassen haben. Ist denn meine Aussage völlig richtig? Ja, aber Julia war länger bei ihm. Julia, sehen Sie, ich weiß wirklich nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll. Aber Sie müssen auch nicht mich überzeugen, sondern das Gericht in Nevada. Aber das schafft sie doch niemals, wenn sogar Sie schon hier stehen und sagen, das Ganze klingt lächerlich. Und wenn Sie denken, dass alles, was wir sagen, unglaubhaft ist. Julia, ich habe einen formellen Antrag auf Ihre Auslieferung vom Staat Nevada. Ich kann das nicht einfach ignorieren. Das können Sie, wenn Sie sie nicht finden. Ja, aber ich habe sie gefunden, nicht wahr? Er hat recht, er kann nicht anders. Julia? Ich nehme an, dass Sie mich jetzt gleich mitnehmen wollen. Ja, das möchte ich. Julia, ich werde das nicht zulassen. Ist schon gut, es wird schon irgendwie werden. Ist es dir recht, wenn ich Mrs. Cobb anrufe und ihr sage, dass du dich um Samantha kümmerst? Ja, sicher, ich mache alles, was du willst. Ich habe die Nummer von Mrs. Cobb nebenan und ich werde sie sofort anrufen. Hm? Ist gut. Jetzt sagen Sie mal, könnte ich vielleicht recht haben, dass Sie
bei manchen Gelegenheiten Ihren Job verabscheuungswürdig finden. Ich kann mich nicht beschweren. Tatsächlich? Na, ich glaube doch. Wie ich gehört habe, treten Sie nicht zur Wiederwahl an. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Ich habe persönliche Gründe. Doch ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Dann habe ich mich also nicht verhört. Wenn ich richtig verstehe, aber das wird hat nichts damit zu tun, dass ich nicht wieder kandidiere. Inspektor Newton, lach Sie an. Aber das ist nicht Mrs. Capwell. Sophia Capwell. Naja, zu Ihnen will ich aber nicht. Sie müssten ihr begegnet sein. Sie wollte doch... Kommen Sie rein, wenn Sie sich trauen. Wieso nicht? Auf wen würden Sie meine Ermordung schieben? Da müsste ich erst mal nachdenken. Sie haben die Diskette? Julia hat wirklich nicht gelogen. Wir wissen nicht, wo Cici ist. Wenn er zurück ist, dann geben wir Ihnen die Diskette. Wie reizend. Zur guten Nacht noch eine so hübsche Geschichte. Gute Nacht, Mrs. Capwell. Nur noch 2 Tage. Geben Sie mir noch 2 Tage, das ist alles, was ich brauche. Sie können das Auslieferungsverfahren bis dahin aufhalten. Wirklich toll. Ein bescheidener Wunsch. Und was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Ich werde die Diskette besorgen. Cici hat keine Ahnung, was drauf ist, sonst hätte er sich nämlich schon mal gemeldet. Es ist leider zu spät für Sie. Und alles Weitere hängt inzwischen schon längst an den langen Armen des Gesetzes. Ein Mann ist tot, Mrs. Capwell, und jemand muss dafür gerade stehen. Wieso Julia? Sie ist allein mit einem 2-jährigen Kind. Nehmen Sie mich. Wir töten doch alle, Mrs. Capwell. Wir morden Tiere für unsere Kleidung, für unsere Nahrung. Menschen, die diese Tiere töten, sterben auch. Die Menschen, die wir bezahlen, um die Jäger zu bezahlen, schüren die Mordlust in anderen Menschen, die auf das Geld scharf sind, das wir ihnen geben. Und diese wiederum geben all das Geld aus für Waffen und Drogen, damit sie sich gegenseitig töten können, nur für den letzten Heller, den wir gestern dem Kellner für das leckere Täubchen gegeben haben, das wir zum Essen hatten. Alle sind wir schuldig des Mordes, Mrs. Capwell. Vielleicht. Nur nicht an dem, den man uns vorwirft. Wieso gönnen Sie sich nicht eine Überdosis von irgendwas und verzichten auf eine Welt, die offensichtlich nicht gut genug für Sie ist? Verzeihen Sie. Ich bin immer so, bevor ich mich ins Bett begebe. Ich habe festgestellt, dieses früh ins Bett und früh hinaus macht einen Mann reich und gesund und anhaltend unzufrieden. Vielleicht leisten Sie mir etwas Gesellschaft im Bett. Nein, danke. Ich bin nicht so niveaulos. Sind Sie dann fertig hier? Ich bin sehr vermögend, Mr. Tonnell. Sind Sie nicht. Da sind Sie dummerweise auf eine Täuschung reingefallen. Was verlangen Sie dafür, dass Julia Ruhe hat? Ich habe ein Angebot gemacht. Sie wollten nicht. Wir könnten alle Mörder sein. Wenn ich jetzt eine Waffe hätte, wäre ich auch einer. Schlafen Sie gut. Ich wollte Sie nicht wecken. Es ist besser, wenn Sie mich nicht gesehen haben. Das erklären Sie mal näher. Was tun Sie denn da? Ich hole Samantha und verschwinde. Sie müssen Ihr Kind doch nicht entführen. Dankeschön. Würden Sie bitte etwas leiser machen? Sie wecken Sie auf. Julia, jetzt hören Sie mal zu. Sie gehen zu ihr, wecken Sie auf und ich fahre Sie heim. Wir fahren nicht nach Hause. Wohin denn dann? Das sage ich Ihnen nicht. Gibt es Probleme? Das geht Sie nichts an. Was ist los? Das werden Sie morgen aus der Presse erfahren. Die bringen schon was drüber. Ich bin eine Capwell, da steht sicher was drin. Oh Mann, toll. Sie haben Ärger mit der Polizei. Mit sowas kenne ich mich aus. Sie sehen, dass wir gar nicht so verschieden sind. Und jetzt verschwinden Sie? Wenn Sie jetzt über meine Pflichten reden, dann bekomme ich einen Schreikrampf. Wissen Sie denn überhaupt, was Sie da machen? Was wird die Polizei wohl zuerst tun? Was denken Sie? Zuerst mal stellen Sie die Typen, die wir alle kennen, an die Flughäfen, Busbahnhöfe und an die Bahnhöfe und die Ausfallstraßen. Die stehen alle da und warten nur auf Sie. Sie sollten mir nicht noch Angst machen. Ich habe nämlich keine andere Wahl. Das ist doch gar nicht gesagt. Ich weiß auch nicht. Sie könnten vielleicht... Hier sind Sie sicher.
Wie sieht's aus? Es geht. Er müsste operiert werden, aber ich befürchte, wir haben hier nicht die Geräte, die dafür benötigt werden. Darf er transportiert werden? Er gehört auf alle Fälle in die Hände eines Spezialisten. Gut, darf ich Ihr Telefon benutzen? Ich organisiere einen Flug nach Santa Barbara. Mhm. Danke. Ich weiß, ich bin die letzte Person, die du im Moment sehen willst. Das könnte möglich sein. Darf ich reinkommen? Laura, Brandon schläft auf der Couch. Ich will nicht, dass er wach wird. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Okay. Ich hab's gehört, und? Also mal ehrlich, ich wäre auch sauer. Bin ich nicht. Ich bin's gewöhnt. Ich weiß, dass mich hier niemand leiden kann. Nein, Gina, diesmal irrst du dich, wirklich. Hör zu, ich bin sicher, du weißt auch, es war ziemlich hart in letzter Zeit für Ethan und mich und... Und naja, ich glaube nun irgendwie immer zu, dass er Interesse an anderen Frauen hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum er es nicht haben sollte, denn er hat auf gar keinen Fall Interesse an mir. Gina, du bist meine einzige Freundin hier und ich glaube, ich wäre verrückt geworden, wenn wir uns damals nicht zufällig getroffen hätten. Bitte, Gina... Sag mir, wie ich es wieder gut machen kann. Ich habe mich aufgeführt wie ein Idiot. Vergiss es. Es ist schon gut. Ich rede viel häufiger irgendwelchen Unsinn. Ich bin der ungeschlagene Champion auf diesem Gebiet. Tut mir leid, dass es Schwierigkeiten gibt zwischen dir und Ethan. Ich will's auch nicht allzu sehr aufbauschen. Es war nur etwas schwierig in den letzten Monaten. Ich meine, der Umzug hierher war nun wirklich nicht so einfach. Es ist schon gut. Du musst mir wirklich nichts erklären, Laura. Ich habe schließlich 5 Ehen hinter mich gebracht. Ich weiß ganz genau, worüber du redest. Ich denke nicht schlecht über dich. Ich weiß ganz genau, wie hart es ist. Irgendwie bin ich sogar froh, dass du nicht ganz so perfekt bist. Das bedeutet für mich, ich kann mit meinen Problemen zu dir kommen, ohne mich unbedingt dafür schämen zu müssen. Danke, Gina. Du musst dich nicht bedanken. Moment, kein Grund zur Sorge. Wir haben alles geklärt. Na, da bin ich aber froh. Sie interessieren sich doch für die neueste Entwicklung in der Taliati-Sache. Und ich weiß, es gibt da einen Verdächtigen. Ich habe keine Ahnung, ob der Verdacht begründet ist, aber... Wer ist es? Also, ich kenne ihn ganz bestimmt nicht. Den kenne ich schon in Vegas. Ich könnte doch auch da unten schlafen. Wenn Sie hier unten schlafen, kann ich nicht schlafen. Ich werde wohl überhaupt nicht schlafen können. Also, ich kann schlafen, wenn Sie überhaupt nicht schlafen. Aber eins steht fest, Sie bleiben auf der Couch. Gut, dann wären wir uns ja einig. Ja. Ich bin froh, dass Ihre Tochter dieses Problem nicht hat. Ich hatte Angst, dass sie wach wird, als ich die Bierdose geöffnet habe. Weit gefehlt. Ach, sie ist daran gewöhnt, dass Bierdosen geöffnet werden. Ja, wessen? Und sie ist gewöhnt an Streitigkeiten und zerbrochenes Geschirr. Von Ihrem Mann? Nein, ich zerbrach das Geschirr, nicht er. Er zerbrach Dinge, die man nicht ersetzen kann. Naja, was soll's. Wissen Sie, Sie haben ein Persönlichkeitsproblem. Was sagen Sie da? Sie haben eine gespaltene Persönlichkeit oder sowas. Also Sie oder auch er. Ich vergebe Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie da sagen. Wie gütig. Sie reden von Ihrem Mann die ganze Zeit, als wäre er eine Mischung aus Robert Redford und Prinz Eisenherz. Und dann scheint er wieder furchtbar zu sein. Aber... Was weiß ich davon? Ich liebe Mason, aber nicht, weil er nett ist. Eine verdammt starke Aussage. Ja, kann schon sein. Aber jetzt reden wir nicht mehr davon. Alles in Ordnung? Ja. Tun Sie das jetzt die ganze Nacht? Nein. Ich habe in Büchern von solchen Leuten gelesen, die sowas machen, bevor sie schlafen gehen. Ah ja? Na sehen Sie, das war kein Science-Fiction. Ein Glück, dass wir hier bei Ihnen bleiben können. Ich danke Ihnen sehr. Tja, es ist zwar kein Luxushotel, aber es ist kein Gefängnis. Gute Nacht. Gute Nacht.
Ich erwarte ja keinen Chirurgen, aber Sie werden doch einen Sanitäter haben. Danke. Ich werde mit ihm am Flughafen warten. Wer ist das? Wie schlimm ist das? Mein Schwiegervater. Das ist Hans Werk. Er wird dafür bezahlt. Dann bezahlt er hoffentlich auch dafür, dass er meinen Mann mit dem Flugzeug entführt hat. Wo bringt er ihn hin? Aus der Gefahrenzone. Ach, ist das wahr? Der Mann draußen am Hangar sagte, Sie fliegen nach Santa Barbara und dann wer weiß wohin. Wohin fliegen Sie? Eden, ich schwöre dir, es wird ihm kein Haar gekrümmt. Denkst du etwa, du kannst Hans kontrollieren? Hast du ihm vielleicht auch gesagt, dass er Raphael in Ruhe lassen soll? Es wird ein Chirurg und ein OP-Raum bereitstehen, wenn Sie ankommen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Und ich will schon gar nicht dein dummes, verantwortungsloses Gerede hören. Ich will dich nie mehr sehen. Und ich will, dass du meine Familie in Ruhe lässt. Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Ich liebte dich nie. Ich habe vergessen, was gewesen ist. Und damit auch meine Liebe zu dir. Doch du willst die Vergangenheit wieder aufleben lassen, nicht wahr? Hey! Hans! Ich hätte deine Botschaft für jemanden. Das dürfte doch wohl drin sein, oder?